Servus und Tag zusammen aus Würzburg. Ja, heute nehme ich euch mit auf eine kleine Runde durch die Innenstadt von Würzburg. Und immer wenn ich in Würzburg bin, fange ich hier im Juliusspital, Stiftung Juliusspital an. Und zwar im wunderschönen Garten. Und da nehme ich euch jetzt mal als erstes mit hin. Ja, und mitten in der Stadt ist das hier immer eine Oase der Ruhe und das genieße ich. Und hier beginne ich eigentlich auch meistens meine Touren durch Würzburg. Ja, und die letzten Jahre bin ich ja regelmäßig hier in Würzburg und in Mainfranken unterwegs gewesen. Das letzte Dreivierteljahr leider nicht. Aber ich hoffe, dass ich jetzt wieder ab sofort wieder regelmäßig hier in Würzburg und im schönen Mainfranken unterwegs bin. Und immer wenn ich hier bin, nehme ich euch natürlich mit. Die Stiftung Juliusspital gibt es übrigens seit 1576 und zu dieser Stiftung gehört ein Krankenhaus, ein Weingut, ein Altenheim und das alles wird tatsächlich nur mit den Einnahmen der Stiftung eigenfinanziert, also ohne staatliche Förderung. Und gleich im Nachgang zeige ich euch noch diesen tollen Innenhof hier. Und wenn man den heute wieder sieht, in diesem Glanz, kann man sich gar nicht vorstellen, dass die kompletten Gebäude hier des Juliusspitals ebenso wie fast ganz Würzburg im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe zerstört worden ist. Und das alles ist hier originalgetreu wieder aufgebaut worden. Und das zeige ich euch jetzt mal. Thank you.
Ja, liebe Fotofreunde, was gehört zu Würzburg dazu? Natürlich der Besuch der alten Mainbrücke und nicht nur das. Was definitiv auch dazu gehört, wenn man auf der alten Mainbrücke ist, der passende Brückenschoppen. Ohne den geht es nämlich gar nicht, weil das ist Tradition. Und es gibt nichts Schöneres, als hier auf der alten Mainbrücke zu stehen, den Blick über die Stadt und auf die Marienfestung zu genießen. Und dazu einen leckeren Silvaner aus Franken. Natürlich hier aus Würzburg, Lage Marienstein. Ja, ihr Lieben, und das gehört zu Augsburg genauso dazu wie der Brückenschoppen auf der alten Mainbrücke. Natürlich die geknickte. Die geknickte mit oder ohne. Und was das ist, das werdet ihr gleich sehen. So, Fotofreunde, das war's jetzt. Das war jetzt quasi heute mal Würzburg für Anfänger. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mal her. Würzburg lohnt sich wirklich, nicht nur fotografisch, sondern auch als Stadt. Wirklich wunderschön. Und es macht den riesen Spaß, hier endlich wieder in Mainfranken unterwegs zu sein. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan von der Lichtbildmanufaktur.